Tristan Zellner, Spielertrainer bei Wacker Mecklenburg. Mit dem Unentschieden im ersten Spiel ist die Gruppe ziemlich spannend geworden. Hiltrup sehr, sehr stark. Gegen Porto muss eigentlich ein hoher Sieg her, damit die Chancen gewahrt bleiben, oder? Ja, sieht so aus. Ne? Jetzt nach dem Unentschieden geht es wahrscheinlich ums Torverhältnis. Aber ja, wir können auch gegen Hiltrup einen Punkt holen und dann ist es vielleicht was anderes, wenn Hiltrup gegen Kinderhaus gewinnt. Und dann, ja, gucken wir mal. Erstes Spiel von euch war sehr intensiv. Ist das so der Schlüssel, auch die körperliche Variante ein bisschen reinzubringen in der Halle? Ja, fandst du, dass wir so extrem körperlich gespielt haben? Ja. Okay, ja, muss man halt auch ein bisschen, aber ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie überhart war. Aber ja, wir haben gut verteidigt, hatten auch die große Chance zum 1-0, schießen eine Latte. Fand nicht, dass wir jetzt viel schlechter waren als Kinderhaus, ehrlich gesagt.